So, hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia. The Dark Descent. Und letztes Mal erinnere ich mich noch, da musste ich ja so überraschend weg, aber da weiß ich noch, ich habe da doch diesen Schlüssel gesucht, weil wir müssen ja in das Labor. Und der Schlüssel soll ja angeblich hier sein. Jetzt werde ich hier nochmal ganz kurz zurückgehen und mich nochmal genauestens umschauen. Und ich habe irgendwie mein Bildschirm zu dunkel eingestellt, denn ich sehe hier gar nichts. Aber das ist wahrscheinlich auch der Sinn von dem Spiel. So, jetzt werde ich hier mich überall genau umschauen, ob ich nicht vielleicht doch irgendwie einen Schlüssel verpasst habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wo der sonst sein sollte. So, ich sehe rein gar nichts, aber wir schauen mal weiter. Ich höre nur jemanden auf Holz hinauf und das sind. Okay, ich habe anscheinend kein Öl mehr. Kann das sein? Ja, alles leer. Dann fülle ich mal kurz nach. So. Ich will ehrlich gesagt nicht zu viel verschwenden. Da benutze ich lieber meine Zunderbüchsen. Okay, was das ist, weiß ich immer noch nicht. War zu faul nachzuschauen. Okay, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich sehe auch jetzt nicht wirklich, wo hier ein Schlüssel sein soll. Also würde ich sagen, wir haben hier nichts mehr verloren. Wir müssen hier bestimmt nochmal hin, um diese Säure zusammen zu mixen. Aber jetzt im Moment wüsste ich nicht, was es jetzt hier noch zu tun gäbe. Okay. Nein, ich will eigentlich laufen. Lauf, mein kleiner Daniel, lauf! Tür. Die Tür, die Tür. Die Ladebildschirme werden wahrscheinlich immer noch nicht in der Aufnahme zu sehen sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt. Vielleicht ist mein PC nicht gut genug oder so, aber ihr werdet schon drüber hinwegkommen. So famos sind die jetzt auch nicht, dass man sie unbedingt gesehen haben muss. Was? Oh Gott. Also müssen wir doch wieder hier hoch. Eine Frau hat um Hilfe gerufen. Sollten wir vielleicht mal schauen, was hier so los ist. Komme ich da durch? Es lässt sich nicht bewegen. Da komme ich da wohl nicht durch. Oh, Licht. Okay, was haben wir hier? Da komme ich wohl nicht durch. Aber da komme ich durch. Was haben wir denn da? Tabularium, Archive, okay. Komme ich da nicht her? Nein. Oder? Nee. Was haben wir denn hier unten? Oh. Gib mir. Dankeschön. Okay, da komme ich wohl auch nicht rein. Naja, gut, dann bleibt wohl nur noch die goldene Mitte. Archive. Aber ich will nicht. Aber ich muss wohl. Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich einen Besuch vor, um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Ja, beruhigen ist gut. Ich wäre auch gerne ein bisschen beruhigter. Okay, wir sind in den Archiven. Da wäre eine Lampe, aber ich lasse sie mal aus. Librirari, seltene Bücher. Ach, da unten steht sie, okay. Ha, ich kann es selber übersetzen. Boah, bin ich gut. Okay. Irgendwo wieder diese Madenader, da, genau, okay. Dann schauen wir da mal nichts zu. Da irgendwas, nö. Und da irgendwas, nö. Okay. Oh Gott. Nehmen wir noch einen Kamin. Ist auch nichts drin. Ah, ein Zettel. Okay, dann schauen wir mal. 16. Mai 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber.
No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay, das war wieder eine Seite aus Daniels Tagebuch. Die werde ich auch nicht vorlesen, weil Daniel sie ja selber schön vorliest. Geht's da weiter? Ja, was haben wir hier? Kataloge. Ja, wieso nicht? Oh mein Gott. Dunkel gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Kann ich hier vielleicht nicht? Okay. Aber hier kann ich. So, Laterne aus, denn ich will Öl sparen. Hier mal wieder ein Zettel. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brandenburg. Soll ich Alexander sagen? Ich weiß nicht. Ich sag Alexander. Meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt, ich lese ihn eher so, außerdem empfiehlt Alexander Baron von Brandenburg meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen, Wilhelm Haus Gerich. Okay. Ich werde angerufen, Moment! Ich bin zurück. So. Wir weiter. So. Immer schön Stuhl weg. Schublade in. Oh. Hat da gerade jemand. Da geht doch gerade jemand rum. Okay, einfach ignorieren. Mach die scheiß Tür zu. Okay. Nichts. Und wieder nichts. Und hier? Hör auf, diese Schrittgeräusche zu machen, Spiel. So, Laternchen an und Türchen auf. Studium. Angst. Da ist es dunkel. Hier ist eine Kerze, die ich nicht brauche. Was haben wir hier? Ui. Licht. Licht. Okay. Ah, das Bild hatten wir auch schon mal. Studium. Studentenzimmer. Hallo? Ist da wer? Oh mein Gott, was sind das für Geräusche? Ist hier irgendwo vielleicht eine Kerze? Da. Ich höre jemanden herumlaufen. Darf doch nicht sein. Mach auf. Oh, Hemden. Brauche ich nicht. Ich sehe schon schick genug. Was? Oh, wieder ein Zettel. Den lesen wir gleich, aber zuerst nach Wertgegenständen Ausschau halten. Zum Beispiel sowas. Sowas ist sehr wertvoll. Diese Schritte sollen aufhören. Oh. Wo ist der? Ach da. Ja, okay. Nichts und Zettel. 17th of May. 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Okay, also der Daniel erlebt die wildesten Abenteuer. Aber er hat selbst natürlich keine Angst, im Gegensatz zu mir. Und ich bin hier gerade ein bisschen verwirrt, ganz ehrlich.
Denn es sind hier anscheinend so viele Wege. Kann ich hier irgendwas anzünden? Ja, kann ich. Wie viele Viecher? Okay, 8. Was soll das darstellen? Was zur Hölle? Alte Bände. Rein! Hallo? Alte Bände? Schöne Musik. Schau mal an. Eine Truhe. Komm, mach auf. So, einmal Öl, das ist sehr gut. Und eine Zunderbüchse, das ist auch gut. Geh mal auch mal an. Um mich genau umschauen zu können. Okay. Ist hier noch was? Dauernd Angst, dass da jemand hinter mir irgendwie ins Zimmer kommt. Dauernd Schritte von mir hören. Ich höre sie immer von hinter mir. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Aber mir ist unwohl, wenn hier nichts beleuchtet ist. Okay. Ich komme einfach mal da weiter. Kann ich da vielleicht... Ja, kann ich, okay. Was haben wir hier? Geschichte. Oh, Geschichte. Oh, hier passiert doch irgendwas. Das sehe ich doch. Okay, ich dachte, da war was. Tut mir leid, dass ich mich dauernd umdrehe, aber diese Schritte machen mich wahnsinnig. Dann schauen wir halt ein bisschen schneller, okay. Ich nehme einen Stuhl zur Sicherheit mit. Kann ich eigentlich die Laterne... Oh, ich kann den Stuhl mit einer Hand tragen. Pass auf, ich mache das so. Komm schon. So, was haben wir hier? Mhm. Großer Raum. Ich gehe erstmal da lang. Okay, sonst nichts. Was? Okay. Hier vielleicht. Jo! Das sieht aber nicht gut aus hier, du. Was? Wieder kein Öl. Komm, füllen wir mal ein bisschen mehr nach. Laterne ist mein bester Freund, deswegen. Schnauze. Blöden Maden. Was haben wir hier? Grundrisse. Mhm. Glaube ich. Oh mein Gott, ich habe nur noch 2 von den Scheißteilen. Sehe ich gerade. Ach du Kacke. Was haben wir denn hier? Ich hab schon wieder vergessen, mir die Uhr zu stellen, um zu wissen, wann die Folge um ist, aber was soll man machen? Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Da sind wieder die schönen Klavierklänge. Okay. Oh. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. They're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Ich wusste nicht, ob ich das jetzt machen musste, aber ich finde mal, ich denke mal, es ist gut, dass ich es gemacht habe. Ja, dann gehen wir mal zurück. Ich glaube nicht, dass es hier noch was zu holen gibt. Was ist da? Ehrlich gesagt habe ich Angst, das zu berühren. Was? Hilfe! Hilfe! Königreich von Preußen, scheiß drauf, ich bin gerade in Panik. Ach Daniel, übrigens, wie geht's denn dir? Alles ist gut, der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Na toll. So. Ey, what? What? Hallo? Daniel, da bist du bescheuert. 17. Mai 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped.
I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Okay, ich kann mich bewegen. Vielleicht sollte ich das tun und ich gehe automatisch auf dieses Teil zu. Kann mich nicht umdrehen. Waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Ja. Licht muss Licht berühren. Berühren! I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Okay, leichte Kopfschmerzen. Okay, aber uns geht's anscheinend wieder besser. So, schauen wir noch schnell. Sonderbüchse. Da, ich will alle gucken. Buch brauche ich nicht. Will nicht lesen. Obwohl es ja eigentlich schon ein lauschiges Plätzchen hier. Ich könnte mich mal ja mal kurz hinsetzen. Ach nee, komm. Dieses Geräusch von vorhin macht mir Sorgen, ehrlich gesagt. Hier habe ich noch gar nicht reingeschaut, oder? Ich habe immer Angst, wenn ich so Teile öffne. Irgendwann, dass da mir was ins Gesicht springt oder sowas. Da sind nur Rollen drin. Ach so, ich bin hier drin gefangen. Schön. Das ist natürlich schlecht. Okay, wir haben was aufgeschrieben. Wahrscheinlich, wir sind gefangen. Muss einen neuen Weg hier rausfinden. Das ist richtig. Aber Leute, ich würde sagen, da ich keine Ahnung habe, wie lange ich schon aufgenommen habe, würde ich einfach mal sagen, ich beende hier die Folge. Für euch wird es ein paar Sekunden sein. Für mich eigentlich auch. Für mich geht es auch gleich hier weiter. Naja, für euch wird es wahrscheinlich länger sein, weil ich nicht beide Parts hintereinander hochlade. Naja, egal. Ich rede immer so lange drum rum bei der Verabschiedung. Also sage ich einfach, bis zum nächsten Mal bei... Amnesia. Ja, bei Amnesia. Ciao.